Hallihallo, ich bin Leonardo. Und ich bin Maite. Und das ist die Pilotfolge des Podcastes Tell Your Story. Wir sind eine Gruppe Jugendlicher, die sich einmal die Woche treffen. Hinter mir sitzen noch 15 andere Jugendliche, die ganz heiß drauf sind, euch ihren Senf zu geben. Und die werdet ihr alle in den nächsten Wochen kennenlernen. Aber Maite, sag doch mal, was ist denn überhaupt dieses Tell Your Story? Also Tell Your Story ist ein Podcast-Projekt in Kooperation mit der Gesamtschule, der JKZ-Scheune und der Jugendkunstschule, wo Jugendliche einfach über irgendwelche Themen labern, sich dazu Diskussionen ausdenken, Lösungen vielleicht, die, Jugendliche halt so interessieren heutzutage. Was können das so für Themen sein zum Beispiel? Keine Ahnung. Also ich denke, sowas wie Fanfiction, Musik, Filme, aber vielleicht auch politische Themen wie aktuell Artikel 13. Also alles, was einen so interessiert als Jugendlicher, wird angesprochen. Das hört sich da super an. Und das Ganze wird alle zwei Wochen freitags erscheinen, beziehungsweise alle zwei Wochen freitags wird ein Podcast erscheinen, der eine bestimmte Struktur hat. Das werdet ihr dann auf jeden Fall noch kennenlernen. Aber damit ist es nicht getan. Und zwar werden auch noch sogenannte Special-Podcasts folgen. Das sind einfach Folgen, denen wir ein ganz bestimmtes Thema gewidmet haben. Wenn wir irgendein bestimmtes Thema haben, was uns sehr beschäftigt, worüber wir unbedingt reden wollen, dann werden wir dem auch gerne mal eine Folge widmen. Genau. So. Dann, warum man sich das zum Beispiel anhören sollte. Wir sind alle jugendlich, also wir können uns gut in diese Themen hineinversetzen. Und ich denke, dass so auch viel passendere Themen angesprochen werden. Das ist aber auch zum Beispiel eine gute Möglichkeit für erwachsene Menschen, sich vielleicht mal in die Rolle Jugendlicher hineinzuversetzen und vielleicht nicht ein anderes Bild von Jugendlichen zu kriegen. Nicht, dass das immer die komischen Stubenhocker sind, die in ihren Zimmern hocken und gar keinen Bock auf gar nichts haben, sondern dass wir auch eine Stimme haben und auch uns auch ganz viele Sachen angehen und wir über sehr viele Sachen reden wollen. Und kann man nur eigentlich dazu sagen, dass wir auf jeden Fall dadurch ein Alleinstellungsmerkmal sind, dass wir halt auch von Jugendlichen gemacht werden. Weil ich glaube, das gibt es so bisher nicht. Ich habe zumindest selber noch keinen Podcast so gehört. Ich auch nicht. Hast du noch was zu sagen? Gerade nichts. Du? Nee, ich würde sagen, dann sehen wir uns in zwei Wochen Freitag wieder und dann geht's ab. Ja. Die Post. Bye. Dieses Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, Kultur macht stark, Bündnis für Bildung, Künste öffnen Welten und der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.